Ein dickes, fettes Dachrennen liegt an und das ist da. Genau. Okay, cool. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber... Und die tote Leiche fällt runter. Das war doppelt gemoppelt, aber es sollte dem ganzen Ausdruck verleihen. Nachdruck, Nachdruck! Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ja, weiß ich schon. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Ist eine Flagge, nun, aber geht. Die hole ich mir jetzt sucht nicht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Ja, okay. Nein. Hopp. Kommt nicht näher. Bin ja schon weg. So, hier lang würde ich sagen. Dann hier lang. Zack, das nehmen wir noch mit auf den Weg. Ups, runter. Okay, scheiße. Das war nicht so gut. Jetzt muss ich nämlich hier wieder... Ach, raus mit dir da. Den ganzen Weg nach oben. Scheiße, das wird knapp. Boah, das wird... Ne, ah, mach hinne! Mach hinne! Alter, hier. Oh, alter Schwede! Scheiße, war das knapp, ey. Kann ich endlich zurück nach Masyaf. Das wäre richtig scheiße, hätte ich das verkackt. Meine Hilfe angeboten. Das wäre richtig scheiße gewesen, weil dann hätte ich nämlich keine Wurfmesser mehr gehabt. Die habe ich ja fast alle verworfen. Geworfen. Eines habe ich noch. Oh cool, ein Templer. Ihr seid hier nicht erwünscht. Gewehr, Kafir! Gewehr, Kafir! Der Templer kann kontern, was? Oh, verdammt. Alter, der drückt einen aber dann auch immer Damage rein, ne? Nicht mit mir, Templer! 60 Templer gibt es, alter Schwede. Gut, ich guck mal, ich lauf mal durch die Straßen zurück, dass ich dann eventuell noch so einen Verbrecher, hätte ich fast gesagt, ja doch, so einen Banditen, so einen zum Beispiel hier, und ihn eine Runde bestehlen kann, dass ich wenigstens ein paar Messer mehr habe, damit ich... Ja, nun... Geht doch. So, dann habe ich nämlich gleich für die Hauptelimination genügend Messer, die ich dann nutzen kann. Ne? Mal sehen, vielleicht werfe ich ihn sogar mit Wurfmessern tot. Ich weiß nicht, ob das geht oder so. Wäre zwar ziemlich stumpf, aber wäre auch mal witzig. Tja, und dann haben wir auch schon hier das... vorletzte Ziel eliminiert. Danach nur noch zwei. Und ich glaube, hier ist der, der uns hasst. Ja, nee. Das ist der Schleimer. Held von Damaskus. Genau. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun so wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Saladins erster Gelehrter? Ja, er hat die anderen Gelehrten der Stadt aufgewiegelt. Zusammen verfolgen sie ein höchst arglistiges Ziel. Welches? Sie sammeln das Wissen der Stadt, alle niedergeschriebenen Werke. Aus welchem Grund? Um sie zu vernichten. Und wo wird das geschehen? Sie ziehen durch die ganze Stadt, aber zuerst treffen sie sich in der Madrasa Al-Khalasa. Dort sollte ich Jubair finden. Vorbildliche Arbeit wie immer, Altair. Ihr könnt ihn aufhalten, bevor er dazu kommt, erneut zuzuschlagen.
Mit eurer Erlaubnis, Rafik? Natürlich. Geht ans Werk, wann immer ihr bereit dazu seid. Macht der Bruderschaft Ehre, Altair. Sehr schön, dann machen wir mal Ehre. Ich kann das nicht aussprechen, wo die sich treffen. In der Madrasa Al-Kalassa. Okay. Madrasa Al-Kalassa. Klingt witzig, aber ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Wie so oft. Und ja, sind auch schon gleich da. Ist ein Katzensprung. Und ab hoch mit dir. Ja, toll. Tretet jetzt zurück. Ah. Ja, das Problem hatte ich, glaube ich, schon mal. Da kam ich da nicht runter, weil ich nicht runterspringen konnte. Ja, ich bin ruhig. Die Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach. Eine Flagge. Dumm. Egal. Ihr braucht dann Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein. Ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure... Ich glaube, einer von den beiden stirbt gleich. Das hört man schon so. Die sind so aggressiv. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Haha, hab ich's doch gewusst. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Oh, da wird's ja einfach, dann ihn zu eliminieren. Ach, scheiße, er geht mit weg. Verflucht. Ja, jetzt muss ich mich einmal durch die ganze Stadt kämpfen, sozusagen. Bis ich den richtigen gefunden habe. Nein. So, fangen wir doch hier vorne links an. Um dann das Ganze ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das sah schmerzhaft aus. Oha. Du zuerst. Nein. Ah. Zack. Ach ja, wie die keine Chance haben. Schritt und zack. Schritt und angreifen, Schritt und angreifen. Schritt und angreifen, Schritt und angreifen. Naja. Oh, Konterbreak, Block, gebrochen hier. Block durchbrochen. Alles klar, das war er nicht. Nächster. Der ist am weitesten weg. Vielleicht ist er es, vielleicht nicht. Dafür muss ich eh hier hoch.
Tu das nicht nochmal. Oh. Habe ich mich klar ausgedrückt? Hä? Ach so, okay. Alles klar. Ich verstehe nicht, was er damit gutes erhält. Volk von da auch nicht zu verfolgen. Ach, der läuft weg. Das ist er. Ja, das war er. Sehr schön. Ging ja schnell. Habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen... Alter, seine Finger an der linken Hand. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt. Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seine mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Tja. Kann man halten, wie man will. Und ab. Aus dem Weg, aus dem Weg. Und ab. Lass ihn nicht entkommen. Geht den Weg frei. Tötet ihn, haltet ihn. So. Nein! Scheiße, da oben hätte... Alter, voll umgeknickt. Voll den Spagat gemacht hier. Geil. Ja, rein theoretisch könnte ich jetzt auch einfach bei denen mitgehen hier. Wow. Oh, das war unfreundlich. Das war echt ein bisschen fies, das tut mir leid. Oh, komm schon, leck mir die Eier! Scheiß Spasti, verreck! Na dann. Nein! So, weiter geht's. Von wo aus werde ich denn jetzt schon wieder beobachtet? Alter, ganz ehrlich, wer beobachtet mich da? Zack, kurzerhand erledigt alle. Ja, das ist schon geil, ne? Ach, verdammt. Da komme ich nicht hoch. Dann halt hier. Zack, und... So, das heißt, ich muss nur noch zu dem gleich gehen, der mich halt hasst. Und dann haben wir auch schon den fünften Abschnitt, Gedächtnisabschnitt abgeschlossen. Aber das werden wir dann sehen. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich